So, bei mir Johannes Röhring, unser Bundestagsabgeordneter, ja, mit dem viertbesten Ergebnis, glaube ich, in Deutschland gewählt worden, oder? Der CDU Deutschlands, ja. Ja, der CDU. Wir haben einen starken Wahlkreis. Ja, das ist wohl so. Jetzt in Berlin stehen Koalitionsverhandlungen an. Sie haben eben gesagt in der CDU-Mitgliederversammlung in Bocholt, Sie sehen noch kein Jamaika-Bündnis. Es wird an allen Stellen von Jamaika gesprochen. Ich sehe Jamaika noch nicht. Aus folgendem Grund: Wir wollen auch als CDU eine stabile Regierung in Deutschland. Und wenn zwei Kleine sich immer streiten, das zeichnet sich ab, gibt es keine stabile Regierung. Wenn Sie zum Beispiel sehen, wie die Positionierung der Grünen zum Verbrennungsmotor ist und die der FDP, die einen wollen Vollgas und die anderen wollen den Verbrennungsmotor abschaffen, das passt nicht zusammen. Das Gleiche gilt für die Stromerzeugung in Deutschland. Kohlekraftwerke sofort abschalten ist die Forderung der Grünen. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Wir haben die Ersatzenergie noch nicht. Aber auch beim Thema Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft, wie ernähren wir 82 Millionen Menschen, gibt es diametral entgegengesetzte Vorstellungen der drei Parteien. Das heißt, vor Weihnachten wird das nichts? Ich sehe Jamaika überhaupt noch nicht. Und ich bin sehr enttäuscht über unseren langjährigen Koalitionspartner, der Volkspartei SPD. Sie kann nicht kurz nach der ersten Prognose am Sonntagabend schon sagen, wir stehlen uns aus der Verantwortung heraus. Sie hat als Volkspartei eine Verantwortung und wenn Jamaika nicht zu einer stabilen Regierung führt, ist die SPD gefordert. Gut, damit ist jetzt nicht mehr zu rechnen, also man muss sehen, wie man klarkommt oder könnte es sogar dann auf Neuwahlen hinauslaufen? Die sehe ich nicht. Das Volk hat gewählt, hat auch eine Möglichkeit eröffnet, eine Koalition zu bilden, zwei Optionen. Und ja gut, wenn es mit den jetzt handelnden Personen nicht möglich ist, dann muss die SPD sich überlegen, ob sie die Personen austauscht und mit anderen Personen, die es wollen, nach vorne geht. Ein Thema, was immer wieder angesprochen wurde, ist Ihr Kollege Jens Spahn. Der wird ja als Minister gehandelt. Haben Sie da schon was Näheres gehört? Sie sind ja näher am Geschehen dran. Das nicht, aber ich bin froh, dass wir einen veritablen Kandidaten aus dem westlichen Münsterland haben, der gehandelt wird als Mensch, der mehr machen könnte in Berlin. Alles andere werden wir sehen in den nächsten Wochen. Okay, ja, vielen Dank.